Audio-Post. Geklickt. Gehört. Noch immer arbeiten ja viele von uns im Homeoffice. Noch immer sehen wir die Kolleginnen und Kollegen nicht persönlich, sondern wie sie bei Videomeetings vor ihren Bücherregalen sitzen. Jetzt haben wir zwar schon seit Wochen diese Konferenzen über Zoom oder Skype, dennoch nehmen viele die Sicherheitsrisiken nicht wirklich ernst. Dabei sollten wir auf ein paar Dinge achten, wenn wir uns vor unsere Laptop-Kamera setzen. Das sagt unser IT-Experte Andreas Wiesler. Er berät als Geschäftsführer der Firma Go Security Firmen und Privatkunden zum Thema Computersicherheit. Und er erklärt, welche Gefahren bei Videomeetings lauern. Ja, wie bei jedem Gespräch gilt auch hier, wenn jemand in der Nähe ist, kann er entsprechend zuhören und bekommt so alles vom Gespräch mit. Bei Videomeetings könnte sich vielleicht ein Hacker in die Verbindung einschleichen und auch so das ganze Gespräch mithören. Darum ist es wichtig, entsprechende Vorkehrungen zu treffen, und zwar schon vor Beginn der Meetings. Die meisten Programme, die ich kenne, ermöglichen den Schutz mit einem Kennwort. Und dieses verteile ich natürlich vorher den Teilnehmenden. Viele ermöglichen auch das Einrichten eines Warteraums. Das heißt, ich verbinde mich und komme dann zuerst in diesen Warteraum. Und der Organisator dieser Videokonferenz kann dann die Personen einzeln freigeben. Es gibt auch immer wieder die Sorgen, dass Kamera und Mikrofon auch nach dem Videocall noch aktiviert sein könnten. Zu Recht, sagt Andreas Wiesler. Ich denke, die Sorge ist nicht ganz unbegründet. Das Mikrofon und die Kamera sind ja fest mit dem Computer verbunden und könnten theoretisch jederzeit wieder gestartet werden. Leider gibt es nur ganz wenige Geräte, die so einen Schalter haben, da könnte ich es ein- und ausschalten. Ich empfehle natürlich, so eine Abdeckung zu haben für die Kamera, da kann ich so über den Schiebeschalter das Bild dann freigeben. Und das Mikrofon sollte immer via das Betriebssystem ausgeschalten werden. Und welche Programme für Videomeetings kann IT-Experte Andreas Wiesler empfehlen? Ja, vermutlich haben alle ihre Tücken und Schwächen. Ideal ist es natürlich, wenn ich eine selber betriebene Lösung habe wie Jitsi. Ansonsten gilt, wenn eine Schwachstelle bekannt wird und ein Update verfügbar ist, unbedingt sofort zu installieren. Also Vorsicht bei Programmen wie Zoom oder Skype. Versuchen Sie, Ihre Videomeetings so sicher wie möglich zu gestalten, so wie das auch Andreas Wiesler in seiner Firma macht. Ich prüfe immer, wer dabei sein muss. Und schaue dann auch in dieser Liste, ob allenfalls weitere Personen drin sind, die nicht dabei sein dürften. Zudem blicke ich immer noch schnell hinter mich. Ich weiß nicht, was da noch steht, ob da vielleicht ein vertrauliches Bild ist oder ein Passwort am Whiteboard steht, und lösche das, bevor ich die Videokonferenz starte. Audio Post. Geklickt.